würde mir für die Zukunft eine Landwirtschaft wünschen, die mit den Rahmenbedingungen besser arbeitet, die es gibt. Also wie ist der Boden, was sind die Klimaverhältnisse, was wurde immer schon angebaut und was hat sich bewährt? Gibt es alte Sorten, die man nutzen kann? Ich bin Nadine, ich bin 37 Jahre alt und ich baue mir seit 1,5 Jahren eine solidarische Landwirtschaft auf. Ich baue Gemüse an für Menschen aus der näheren Umgebung von Beeskow und Friedland. Und das andere, was ich tue, ist, dass ich mich mit essbaren Wildpflanzen beschäftige. Ich glaube, dass man, um Menschen, viele Menschen mit Gemüse zu versorgen, auf solchen kleinen Flächen, wie wir sie haben, arbeiten kann. Regional anbauen und regional konsumieren, das ist total wichtig. Dass die Tomaten jetzt, werden sie langsam reif, dass wir die jetzt ernten und nicht, dass wir die im Dezember ernten und von Spanien mitbringen. Es braucht einfach, dass es hier vor Ort angebaut und konsumiert wird. So wie das schon ewig gemacht wurde. Wir haben nicht nur eine Klimakrise, wir haben auch eine Artensterben. Wir haben so viele Herausforderungen und da braucht es einfach, dass wir unser Leben ein Stück weit auch auf die Dinge orientieren, die helfen, einen positiven Wandel zu bringen. Und das kann man durch eine solidarische Landwirtschaft. Das Prinzip der solidarischen Landwirtschaft ist, dass es einen Menschen gibt, der anbaut. Das bin jetzt ich als Gärtnerin. Und dann gibt es Menschen auf der anderen Seite, die das Gemüse direkt abnehmen. Die legen sich fest für eine Saison bei uns von Mai bis Ende November, wöchentlich Gemüse zu bekommen. Der eine Mensch hat mehr Geld im Portemonnaie und der andere weniger. Und das heißt, es gibt Menschen, die mehr zahlen und es gibt welche, die weniger zahlen für die gleiche Gemüsekiste. Es dürfen nicht nur Großverdiener oder Mehrverdiener Bio kaufen, sondern es können sich quasi alle leisten. Also ich habe das Gefühl, dass vor allem Menschen zu mir kommen, die ohnehin daran interessiert sind, anders mit unserer Welt umzugehen, die gerne einen nachhaltigeren Umgang möchten. Und die staunen auch mal, wie frisch das Gemüse ist, wie lange es sich hält, wie lecker es ist. Also das ist super schön, das zu hören. Es ist schon ausgereift, wenn wir es ernten. Und das macht was für den Geschmack, das macht was für die Haltbarkeit und am Ende auch für den Genuss der Menschen und ihre Zufriedenheit. Ich brauche den Boden unter meinen Füßen. Ich möchte auch in der Erde arbeiten und habe gespürt, dass es an der Zeit ist, jetzt selber was auf die Beine zu stellen, selber einen Ort zu gestalten,